Howdy Partner, willkommen zum Cowboy Life Simulator. Du da draußen wolltest schon immer mal einem echten Cowboy bei der Arbeit zusehen. Und ich wollte schon immer ein Cowboy sein. Mit dem Lasso wilde Mustangs einfangen, Banditen aus der Stadt jagen, im Saloon mich besaufen und natürlich Ärger mit dem Sheriff. Alles, was eben zum Original-Cowboy-Leben dazugehört. Das hier ist so eine Demo, ich habe keine Ahnung, wie umfangreich es wird, aber der Trailer sah ziemlich gut aus. Deswegen würde ich sagen, schnappt euch euer Lasso, wir probieren es mal aus. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, einfach nur eine kleine Bewertung dalassen. Yay, original PlayStation 1 Pixel-Intro. Schon mal sehr schön. Bill Barlow, Wild Bill, der Mann schuldet mir noch ein bisschen Geld. Finally you arrived. I've been waiting for you. How was your trip? I have some news for you. Bill, die Reise, die war einfach nur furchtbar. Ha, I kinda can't imagine. Our railways are not the best in the West. You inherited a prosperous ranch. But in order to get the act of ownership, you will need to talk to a local sheriff. Now, I remember, before they drafted you, I owed you some money. You can use it to buy something. Na, ich hab's doch gewusst, dass der mir Geld schuldet. Oh, was haben wir hier? Eine Wasserflasche? Ja, die nehme ich einfach mal mit. Ich gehe ein bisschen klauen. Im Wilden Westen. Alles klar, Bill. Dankeschön fürs Geld. Jerry? Hello? Hello? I don't have time. Okay, hat keine Zeit. Der alte Otis. Oh, eine holde Maid. Na, meine Schöne. Rosie. Okay, Rosie scheint nicht wirklich redselig zu sein. Aber hey, Rosie, ne? Ich bin Landbesitzer, meine Hübsche. Ja, die Ranch da hinten. Siehst du die? Die alte, vergammelte? Die gehört mir. So sieht's aus. You do not look like local to me. So, what the hell do you want? I'm busy. I've heard that Billy was talking about someone who claims a ranch. Your ranch is situated in the far north. You can reach it from here. You inherited some belongings as well. By the looks of it, you might need what is in that case. Take it from my desk with your act of ownership and be on your way. I have people to command. I almost forgot. You received a horse as well. It was hard to handle him around. Seems he was very stubborn. Seems he was waiting for you all this time. Try to whistle when you reach the plains. Okay, ich glaube, mein Blatt hat sich gerade gewendet. Ich meine, Äpfel, Erbe, Grundstück, ein Pferd. Rosie, ich habe auch ein Pferd. Interessiert sie null. Ja, die alte Rosie, schwer zu beeindrucken. So, erstmal hier ein bisschen looten. Noch mehr Loot. Ein Cowboy-Hut. Können wir den anziehen? Inventar. Hut. 10 Rüstung. Boah, lässig. Habe ich jetzt 2 Hüte? Ich weiß es nicht. So, dann nehme ich hier mal mein Zeug mit. Also, Daddys alte Winchester, Daddys Patron, Daddys Whisky und Daddys Dosenfraß. Alles meins. Alles meins. Hier noch einen guten Bourbon. So. Oh, hier ist noch mehr. Lagerraum. Oh mein Gott, man kann sogar irgendwelche Schlösser knacken. Okay, warte, Moment, mit D. Und? Alter, geil. Noch mehr Wasser. Noch mehr Saufen. Ein Verband. Und ein Eisenbarren. Okay, das Spiel hat irgendwie alles drin. Kann das sein? Das ist die pure Wildwest-Cowboy-Action. Gut, dann schauen wir mal. Ich habe also einen bockenden alten Gaul. Wie nennen wir ihn? Clappy. Komm her, Clappy.
Komm her, Clappy. Clappy. Verdammt, Clappy. Oh, da ist er ja. Der alte Clappy. Kommt er angeschossen. So, also wie gesagt, ist eine Demo. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Cowboys, Ranch, Indianer. Möglicherweise, ich weiß es nicht. Ureinwohner Amerikas. So wollen sie genannt werden. Das ist meine Ranch. Sieht gar nicht mal so übel aus. Kann man sich geben, oder? Daddys alte Ranch. Was haben wir hier? Ich dachte schon Steine. Wir benötigen einen Hammer für die alte Ranch. So. Ich besitze nun einen Hammer für die alte Ranch. Und jetzt müssen wir alles zerstören. Das hier? Alter, das sieht aber noch gut aus. Boom. Okay, wir können hier alles zerlegen. Ich würde sagen, wir reißen alles ab, oder? Ich meine, das ist ein richtiger Schrotthaufen. Das Einzige, was gut aussah, war eben die Windmühle. Die kleine Windmühle, die war schick. Der Rest hier ist alles purer Dreck. So, weg damit. Weg damit. Boah, hier fliegen die Teile rum. Ja, aber so war damals das Cowboy-Leben. Man hat sich einen kleinen Hammer geschnappt und schon ist die Familienranch explodiert. Sehr authentisch, sehr simulatorenhaft. Ich muss sagen, der Laden ist ganz schön groß. Ey, da drüben ist noch ein Pferdchen. Gehört das mir? Ich habe zwei Pferde. Alter, Rosie. Landbesitzer und zwei Reitpferde. Weißt du, wie viel sowas wert war früher? Da war man ein gemachter Mann. Ein Mann, der reitet und Land besitzt. Quasi sowas wie der König des Wilden Westens. Boah, wie die Teile hier rumfliegen. Bam! Animationen gibt es hier auch noch nicht. Kommt alles noch. Ich meine, der Trailer sah extrem geil aus. Da war ja wirklich alles drin. Der Trailer war richtig actiongeladen. Aber schauen wir mal, was uns hier erwarten wird. So, hier ist noch ein bisschen Schrott und dann haben wir die Ranch komplett gesäubert. Ja, so sieht das ganz gut aus. Gut, bauen wir mal was. F. Foundation. Foundation, Baby. Okay, wo setze ich die hin? Bam. Alles klar. Und wie bauen wir die jetzt? Ah, dagegen hämmern. Easy going, meine Freunde. I'm the best in the West. Treffe ich beide? Irgendwie habe ich die beiden getroffen. Gut. So, Laden steht. Vielleicht noch Wände? Meine Wand hinsetzen. Eine Tür wäre ganz gut. So. Ein Brunnen bauen. Okay, ein Brunnen. Nächste Seite hier. Der Familienbrunnen ausheben. Den setzen wir einfach mal hier hin. So, Brunnen steht. Und direkt mal hier ein bisschen was geschlabbert. Also Wasser auf so einer Ranch ist schon mal eine Menge wert. Ich soll ein Klavier bauen. Moment, ich baue hier noch eine Wand hin. Achtung. Naja, das Ding hier ist ja eine Scheune. Ist ja kein Wohnhaus. Egal. Ein Klavier. Eine Holzkiste. Alter, was kann ich denn hier alles bauen? Ein Klavier. Ein Piano. Daddys altes Piano. Wie kann man Dinge drehen? Mit R? Mit R. So, ich stelle dich einfach mal hier so mittig rein. Passt. Ich meine, so ein Piano ist natürlich überlebenswichtig. So, was nun? Ein paar Tasten drücken. Alles klar. Und, funktioniert das Ding? Alright. Eine Truhe. Eine Truhe will er als nächstes. Okay, baue ich dir. Moment. Warte. So.
und dann drehen. Steht. Machen wir die Truhe weg. Jetzt. Alright, Kiste steht. Wir können Strukturen aufrüsten mit Q. Oi, Alter, wie geil ist das denn? Jetzt habe ich hier einen dicken Safe rumstehen. Ja, da können wir doch mal ein bisschen was reinhauen. Ins Lager, in den dicken Safe. Ich meine, Alkohol, brauchen wir Alkohol? Alkohol kann man wahrscheinlich gut verkaufen. Der Hut könnte ich auch verkaufen. Knarre. Ausdauer, Durst. Der Barren. Komm, den hau ich mal hier rein. Die stapel ich mal, die Dinger. Also da ist ja schon eine Menge drin in dem Spiel. Okay, ich soll mich um meinen Garten kümmern. Erstmal noch hier einen Schluck schlabbern. Und da hinten ist mein Garten. Also das ist alles mein Land. Alter, besitze ich viel Land. Das habe ich alles für Glas bei den Ureinwohnern gekauft. Die waren total begeistert. Das hat so schön geglitzert. Da haben sie gesagt, für 20 Scherben bekomme ich all dieses Land hier. War natürlich lässig, ne? Samen. Oh, Gießkanne kann ich nicht nehmen. Okay. Ein Apfelbaum. Bam. So, jetzt eine Gießkanne nehmen. Jetzt gießen gehen. Boah, wächst ja schnell. Absolut realistisch. Wie im echten Leben. Pure Simulation. Dagegen spritzen und schon zack. Wächst das Bäumchen. So, dann müssen wir natürlich auch noch ein bisschen hier mit Pferdemist. Mit B kann ich das Ding entfernen. Aber ich will es doch gar nicht entfernen. Oh, da hängen ja schon Äpfel dran. Aber die kann ich noch nicht ernten. Mit B. Samen entfernen. Habe ich jetzt noch einen Samen oder... Offiziell keinen mehr. Toll. Geil, Mann. Wir müssen Rohstoffe sammeln. Dazu brauchen wir mehr Werkzeug. Okay, das ist eine unglaublich umfangreiche Demo. Man kann irgendwie doch mehr machen, als ich dachte. Im Cowboy Simulator. Wie komme ich denn hier hoch? Oh, außen rumlaufen. Ich habe keine Ausdauer. Das ist das Problem. Ich kann nicht springen. Huh. Ha! Da sagt einer, Cowboys können nicht springen. Okay, wo ist hier Werkzeug? Ich habe eine Laterne. Holz und Spitzhacke. Mit dem Planwagen durch die Gegend. Okay, ein bisschen Holz sammeln. So, was nu? Kupfer. Junge, Junge, Junge. Wir benötigen ja echt eine Menge Zeug. Kleppi. Du alter Ackergaul, dann ziehen wir mal los zur alten Kupfermine. I'm the best in the West, baby. Ich sehe gerade, die Karte ist echt verdammt groß. Da hinten ist irgendeine Stadt. Hier ist die Bahnstation. Da hinten habe ich eine Kirche gesehen. Ich bin mal gespannt, was es hier alles zu erkunden gibt. Ich meine, so eine Cowboy-Simulation würde ich mega geil finden. Das hier ist halt der Anfang, ne? Man muss erstmal so ein bisschen reinkommen. Sich ein wenig orientieren im Wilden Westen. Ich meine, wenn man hier noch so ein paar Klapperschlangen und Skorpione und Kojoten einbauen würde, da könnte schon was draus werden aus dem Spiel. Durchaus. Okay, direkt hier ist anscheinend eine Kupfermine. Wait a moment. Wir hauen mal hier die Sachen raus. Die brauche ich im Moment nicht. So. Und so. Und so. Okay, wir bauen erstmal ein bisschen Kupfer. Wir bauen aber auch Steine. Jetzt nehme ich aber erstmal hier Kupfer mit. Wie viel können wir eigentlich schleppen? Der Mann ballert sich hier böse in Kupfer in die Taschen rein. Hey, Clappy. So, Steine, Clappy. Steine. Also ja, die Open World scheint richtig groß zu sein. Was ist das da hinten? Noch irgendein Steinbruch oder sowas? Eine Brücke. Yo, da geht's runter. Das ist wirklich ein Steinbruch. Krass. Okay, es gibt viel zu entdecken. Sehr, sehr viel zu entdecken. Alte Kirche. Ob
da irgendjemand lebt. Oder ist die alte Kirche auch verlassen? Und sowas halt im Multiplayer wäre noch richtig geil. Hallo? Irgendjemand hier? Boah, da kann man sogar rein. Was ist das hier? Verband. Noch ein Cowboy-Hut. Ich nehme sie alle mit. Ich plündere alles weg hier. Da ist hier wirklich jemand. Händler. Oi. Alter, was hat der hier? Eine goldene Statue, einen goldenen Götzen, eine Werkbank. Ein Lagerfeuer, eine Holzkiste. Schau mal, ich habe ziemlich viele Hüte. Wie verkaufe ich denn was? Ah so, verkaufen. Wo ist mein Geld? 91. 100. Gönn dir. Ein Dollar gibt's hierfür. Auch nur ein Dollar wert. Ein Dollar, ein Dollar, ein Dollar. Munition. Alles klar, mein Freund. Haben wir hier noch einen Händler? Kann ich hier noch mehr klauen gehen und dann... Friedhof. Na gut, holen wir uns mal Stein. Holen wir uns mal Stein. Was sind das für winzige Särge? Aber damals waren die Menschen ja noch nicht so groß, ne? Damals waren die Menschen ja noch nicht so groß. Und um Platz zu sparen, hat man die Beine abgesägt und nebendran gelegt. Easy. Spart Holz. In der Wüste findest du nicht so wirklich viel Holz. Da musste knauserig sein. So, Steine. Steine gehen schneller als Kupfer. Zack. Pflanzen. Pflanzen sind direkt da hinten. Irgendwelche Pflanzen soll ich mitnehmen. Auch einige Pflanzen sammeln. Für was sind die Pflanzen gut? Also bekomme ich auch eine Schmelze. Hatten Cowboys damals Schmelzen? Naja, einen Schmied gab es definitiv. Wenn ich eine Karriere als Schmied anstrebe, dann bestimmt. Okay, ich habe alles. Jetzt wieder zurück zur Farm. Und das Ding teleportiert sich. Clappy! Clappy, das Teleportpferd. Hep. Das ist ein ganz schön weiter Weg nach Hause. Und das wird nicht so wahnsinnig viel Ausdauer. Haben wir eigentlich Hunger? Durst sieht, glaube ich, recht kritisch aus. Aber Essen... wir sollten demnächst mal ein bisschen was trinken und essen. Kann ich das auf Clappy hier oben? Essen. Nom, 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 nom. Und hier zack. Wow. Cowboy-Saft. Da wird das Cowboy-Gebell in der Hose direkt straff. In meiner Wasserflasche war natürlich nicht nur Wasser. Ja, damals ein wässriger Whisky nannte man Wasser früher. Die haben kein Wasser getrunken. Die Menschen damals haben sich nur von Alkohol ernährt. Das ist historisch korrekt so. Ja, ja, ist ja ruhig, Clappy. Ganz easy, mein Freund. Ruhig. Okay, was bauen wir hier? Eine Sense. Okay. Und damit sollen wir irgendwelche Büsche. Meine Karriere als Barbier. Die hier oder wie? Alles klar. Das war's. Im Stall sollte eine Waffe sein. Jagen mit Clappy. Okay, aber wo bekomme ich Munition her? Moment, wir haben Munition. Öffnen. Oh, nice. So, ich habe eigentlich schon eine Waffe. Wir gehen trotzdem mal hin und schauen mal, was da genau auf uns wartet. Ach, ich komme ja hier nicht rum. Ich komme ja hier nicht rum, Freunde. Ich muss immer wieder hier durch den Zaun und dann hier so oben rum. Also ja, das Spiel bietet echt eine Menge. Ich meine, du hast ein Rohstoffsystem, du kannst reiten, du kannst anscheinend schmieden, kannst jagen gehen, du kannst nur nicht springen. Cowboys können eben, das ist genetisch, ja? Mach da mal keine Witze drüber.
Das ist auch eine tolle Behausung. Wir haben kein Dach, wir haben nichts. Wir haben einfach nichts. Oh, wir können jetzt mehr bauen. Türrahmen. Ist ja auch so geil. Ja, nice. Was kann ich noch alles bauen? Ein Fenster? Ein Dach können wir auch schon bauen. Okay, jetzt ist es beinahe ein Haus. Okay, warte mal. Schwupp. Ist da auch eine Tür drin? Tür. Können wir noch nicht. Tür haben wir noch nicht gelernt. Oh mein Gott, wir können einen Herd machen. Und eine Trinkschüssel für Pferde. Und eine Werkbank. Und ein Wassersilo. Und ein Wagen. Und ein Schleifstein. Und ein Bett. Ein Nachttisch. Uiuiui. Ich glaube, das Spiel wird richtig umfangreich. So, jetzt erstmal hier können wir auch speichern. Moment. Nee, speichern ist noch nicht drin. Speichern geht nicht. So. Ich meine, ich lebe zwar in einer Scheune, aber ich habe einen Hund. Hau ich meinen Hund? Hundi, das tut mir leid. Oh mein Gott. Zähmen. Gehörst du jetzt mir? Ja, komm. Oh, da ist er. Rexy. Du Süßer, du. Kannst du irgendwas Besonderes angreifen? Greif den Zaun an, Rexy. Na los, schnapp dir den Zaun. Oh, wie cool, ich hab einen Hundi. Schwupps, ist er weg. Okay, eine Sichel habe ich hier noch. So. Noch mehr Kram. Werkbank. Hufeisen. Moment, bauen wir jetzt ein Hufeisen? Hab ich gerade nur... Okay. Stein. Dafür brauche ich nur Stein. Eisenbarren, Metallbett, Eisenbarren, Tierhaut. Da ist ja schon eine Menge drin. Ich meine, die Hütte sieht zwar jetzt nicht hübsch aus, aber... Ja, ist wie es ist. So, bewaldetes Gebiet. Oh Gott, ist ja auch wieder ewig weit weg. Okay, da gehen wir noch hin gemeinsam. Gemeinsam in der Wald. Ich sprinte mich jetzt noch leer und dann hole ich meinen Gaul. Das nenne ich echte Arbeitsteilung. Hey, Gaul! Clappy! Wo zum Geier ist Clappy hin? Clappy? Verdammt, Clappy, wo bist du? Mein Hund funktioniert, aber... Clappy! Clappy! Ich habe Clappy verloren. Okay, wo haben wir Clappy abgestellt? Irgendwo hier, oder? Oder war das weiter oben? Clappy! Der war doch hier oben. Clappy stand doch hier oben. Yo, Clappy, wo... Da ist er. Hey, hey, Clappy! Ja. Kommst du her? Hast du mir einen Schrecken eingejagt? Dachte schon, ich müsste zu Fuß gehen, Clappy. Ja, ganz ruhig. Ich kümmere mich doch um dich immer gut, oder? Okay, die Knarre ist geladen. Wir haben noch eine Schrotflinte gefunden, aber ohne Munition. Vielleicht kann man irgendwo Munition kaufen. Wir gehen jetzt erstmal ins bewaldete Gebiet und jagen einen Wüstenhirsch. Wer kennt sie nicht? Da drüben ist noch Big City. Nein, 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 wir gehen jetzt erstmal hierhin. Erstmal hierhin, Freunde. Also ja, die Spielwelt ist doch recht groß. Liegt da eine Knarre rum? Yo, Revolver gefunden. Nice. Ganz ruhig, Clappy. Wir gehen ja schon jagen. Moment, wo muss ich hin? Hier hin. Das Pferd klingt ein bisschen rostig, oder? Muss man mal wieder gut durchölen, den alten Clappy. Den alten Mecha-Clappy. So, hier geht's in den Wald hinein. Oh mein Gott. Da ist schon ein Vieh. Oh, da drüben. Ruhig. Achtung.
Wo ist mein Hund? Greift das Vieh mich an? Es greift mich ja wirklich an. Und du... Nein, nein. Nein, ich bin gestorben. What? Neues Spiel? Nee. Okay, das ist der Cowboy Life Simulator. Man stirbt bei allem. Vielleicht spiele ich weiter, ich weiß es nicht. Och Mann. Ja gut, es ist eine Beta-Demo, was weiß ich. Leute, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Die Demo gibt's kostenlos auf Steam. Probiert sie aus. Ich habe keine Ahnung, wie umfangreich und wie groß das Ganze wird. Aber jetzt kommt vielleicht noch ein kleiner Trailer. Mal gucken. Wie mal danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss. Mann, war der hier stark.